In den frühen Morgenstunden am heutigen Tag hat der offizielle japanische YouTube-Account der Pokémon Company 3 neue Videos veröffentlicht. Darunter ein Übersichtstrailer und 2 TV-Spots, die ausgestrahlt werden. Und die Spiele sehen besser aus als je zuvor. Und das meine ich mit vollem Ernst. Vergleicht man den ersten Trailer mit dem Trailer, der jetzt aktuell veröffentlicht worden ist, dann sieht man, die Pokémon Company hat die Kantenglättung gefunden. Und das meine ich wirklich mit vollem Ernst. Die Charaktere sowie auch die Umgebung wirkt wesentlich schärfer und von der Struktur her sogar besser. Auch die Pokémon selbst wirken nicht mehr so matschig wie in manchen Sequenzen. Ich sage bewusst in manchen Sequenzen, weil eigentlich sahen sie bisher immer sehr, sehr gut aus. Aber auch gerade die Grafiken vom Boden sind nicht mehr so wie eine Art Knetteppich, sondern haben wirklich Struktur. Das ist mir zuvor immer dann aufgefallen, wenn Sequenzen aus der Akademie gezeigt worden sind. Auch die offiziellen Ingame-Sequenzen haben nochmal eine besondere Kantenglättung erhalten, so würde ich zumindest vermuten. Und alles in allem sieht das Spiel wirklich sehr, sehr gut aus. Gerade bei den Startern sieht man, dass da auch noch ordentlich was passiert ist. Ich kann es wirklich kaum erwarten und freue mich sehr auf Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Ich glaube, dass diese Spiele Pokémon generell revolutionieren werden, so wie es The Legend of Zelda Breath of the Wild im Zelda-Universum getan hat. Warum ich mich so sehr auf diese Spiele freue, werde ich in den nächsten 2 Wochen nochmal ein Video packen, bevor diese Spiele eben veröffentlicht werden. Die nächsten 2 Wochen werden ohnehin sehr spannend auf den Kanälen der Pokémon Company, denn die Endentwicklung der Starter steht noch offen und auch die Zwischenstufe. Also über diese Starter hat man bisher noch nicht weiter irgendwo irgendwas gesehen, außer wirklich richtig coole Fan-Artworks. Aber offizielles Material bleibt weiterhin offen. Ich denke, dass wir auch im Laufe des Tages einen deutschen Trailer sehen werden, wo nochmal eben alles erklärt wird, was in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur überhaupt alles beinhaltet wird. Euch noch eine angenehme Woche. Sobald es was Neues gibt, findet ihr das natürlich hier auf meinem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne dem Video mit einem Daumen nach oben bewerten und gerne auch in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von der aufpolierten Grafik in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur.